Weibliche Intuition. Hallo Werder-Fans, das Trainingslager geht zu Ende. Wir wollen mal ein kleines Fazit ziehen. Und zwar mit den Fans, die auch viel gesehen haben. Was hat Ihnen denn gefallen? Ja, mir hat am meisten gefallen, wie sich eigentlich Nuri jetzt mit der Mannschaft sich gegeben hat, die Trainingseinheiten und alles. Man hat schon gesehen, dass er eine klare Handschrift hat und dass er weiter das Team nach vorne bringen will. Also mir hat besonders gefallen die Nähe zu den Spielern, dass sie immer erreichbar waren. Man konnte sie immer nach Fotos fragen. Gut, manchmal waren sie vielleicht ein bisschen genervt, wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Aber auch man hatte wirklich diese Nähe zu den Spielern, die man sonst so in Bremen, gut, da wohnen wir jetzt nicht, aber die man sonst vielleicht nicht so hat. Auf jeden Fall die Nähe zu den Spielern. Es ist einfach wie ja, familiär so. Ne? Man hat sie hautnah. Nicht so wie im Stadion, die kleinen Punkte auf dem Spielfeldrand. Die Nähe zu der Mannschaft, obwohl so viele Fans da sind, wie noch nie da gewesen sind, hat die Mannschaft sich Zeit genommen. Auch ganz besonders Nuri, das kannten wir aus der Zeit von seinen Vorgängern nicht. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was hat dir nicht gefallen? Das Spiel gestern gegen Wolverhampton. Wieso? Man hat gemerkt, dass sie noch nicht richtig eingespielt sind, wurde wahrscheinlich viel Neues probiert, aber ist noch nicht so richtig aufgegangen. Ich meine, Testspiele gehören dazu, um viele Dinge auszuprobieren. Also da kommt es, glaube ich, nicht immer auf das Ergebnis an. Es ist immer das Wetter, was manchmal hier immer ein bisschen stört oder so. Ne? Und einige Fans, die da manchmal sich so ein bisschen daneben benehmen, vielleicht ein bisschen zu laut hier sind. Und nein, sonst ist immer alles super hier. Was halten Sie von den neuen Spielern? Also ich glaube, mit dem Torwart haben wir jetzt einen guten Fang gemacht, allein schon wegen seiner Größe und seiner Statur. Was mir halt ein bisschen Sorge macht, man hört es auch viel über Junuzovic und Kruse und alles. Ich weiß nicht, ob wir alle Spieler beim Saisonauftakt noch in Bremen sehen werden. Gerade auch die Jungen, wie zum Beispiel der Schmidt, der hat mir gestern sehr gut gefallen im Spiel. Und die beiden Eggesteins auch. Machen guten Eindruck. Der Lüde gefällt mir sehr gut auf links. Der Nyuning habe ich gestern, der hat 20 Minuten, glaube ich, nur gespielt. Da konnte man jetzt nicht so viel sehen, zumal nach vorne hin nicht viel kam gestern. Also die neuen Spieler fand ich alle gut. Augustinsson, sehr nett, im Training gut, fröhlich. Delaney, muss man sowieso auch nicht viel zu sagen. Was muss da noch passieren personell? Ein Stürmer wäre nicht schlecht, wenn noch kommt, denke ich. Gerade das Spiel gestern gegen Wolverhampton. Also ich denke auch, dass wir auf jeden Fall vorne noch wirklich einen Stürmer brauchen, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Seit Jahren möchten wir eigentlich noch einen Zehner haben, wo auch das Spiel ein bisschen in die Wege leitet und auch Chancen kreiert, das hat uns eigentlich auch mal gefehlt. Und da hoffe ich, dass da noch was kommt, aber klar, die Preise sind teuer, der Markt ist überhitzt, wird schwierig, gute Spieler noch zu kriegen. Ja, vielleicht jetzt, je nachdem wie lange Moisander ausfällt, vielleicht noch was in der Innenverteidigung machen. Auf jeden Fall ein Stürmer. Das haben wir gestern gesehen, das war sowas von deutlich. Nuri hat es ja auch gesagt hinterher. Also wir Fans haben es auch gesagt auf der Tribüne, wir waren mit ihm da einer Meinung. Und wir finden, er hat das zwar nicht gesagt, aber wir finden doch, dass die Abwehr noch verstärkt werden muss. Wer wird denn aus Ihrer Sicht die Überraschung der Saison bei Werder? Ich hoffe, dass es nochmal oder dass es endlich mal Johannes Eggestein wird, weil der wirklich ein guter Junge ist, auch letztes Jahr am Trainingslager schon Gas gegeben habe, aber man hat ihn irgendwie nie so richtig eingesetzt in der ersten. Ich hätte ihn mal so reingeworfen, hat man leider nicht gemacht, deswegen hoffe ich, dass er dieses Jahr groß rauskommt. Ich könnte jetzt sagen Michael Zetterer, aber dazu müsste Pavlenka erst ein paar Mal patzen und das würde er wahrscheinlich nicht machen. Also ich sehe in Zetterer sehr großes Potenzial, auch vielleicht mal irgendwann der erste Torwart von Bremen zu sein. Also ich bin ein totaler Fan von Florian Kainz und von Augustinsson, also wenn die beiden auf den Außenbahnen wirbeln und wirklich dann nach vorne einer in der Box, wie man so schön sagt, jemand hat, der dann auch die Flanken dann verwertet, dann wird das, glaube ich, ganz gut. Also ich sag mal, Delaney, glaube ich, wird vielleicht noch für eine Überraschung sorgen. Wirkt zumindest so. Welche Art? Ich finde, er spielt sehr stark. So was hat man gestern auch im Training auch gesehen. Und ja, ich weiß, ich habe einfach so ein Gefühl. Weibliche Intuition. Was war denn dein Zillertal-Moment, dein Zillertal-Erlebnis? Der Fan-Talk mit Zetterer und auch gestern. Also ich bin vorher... Wie gesagt, ich konnte mich noch nicht wirklich mit ihm auseinandersetzen, aber er ist sehr sympathisch und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Er ist auch ziemlich locker und das fand ich sehr cool. Ganz klar, gestern mit den Engländern. Schön im Kuchen wird gemeinsam gesungen und danach gab es auch noch lustige Diskussionen, halb Englisch, halb Deutsch. Das war eigentlich so mein Highlight. Einfach so die Nähe zu den Spielern, das Feeling mit den Gästen, also beziehungsweise alle Werder-Fans zusammen, das ist einfach immer wieder toll. Und
steckt an. Das ist einfach schön. Also zum einen sicherlich mal die Fanwanderung, die war wieder schön. Und dann natürlich die Nähe zur Mannschaft und ja, dass man einfach, dass sie auch beim Training so mitverfolgen kann, vorm Training, nach dem Training und dann die Spieler auch persönlich anzusprechen. Ne? Die nehmen sich dann Zeit, steigen auch nochmal vom Rad, ne? Wenn sie dann mal weg wollten. Und das ist eigentlich das, was man sonst nicht hat. Ne? Auch wir kommen jetzt nicht aus Bremen, haben also eigentlich selten die Möglichkeit, mal so ein Training überhaupt zu sehen. Ne? Und dann hier, also so, dass ich denke, das waren für mich so die schönsten Momente wie in den letzten Jahren allerdings auch. Da fand ich das auch am besten.